Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? In my bed, in my head, in my hand. Was it for rejection? Was it for revenge? Was it for the battle? Was it for the ledge? Was it for the thrill of pushing my heart to the edge? Why did love put a gun in my hand? Why did love put a knife in my heart? Why did love open up my scars? Why did love put a knife in my heart? In my bed, in my head, in my heart. Was it for rejection? Was it for revenge? Was it for the battle? Was it for the ledge? Was it for the thrill of pushing my heart to the edge? Why did love put a gun in my hand? Why did love? Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch allen. Ja, wir haben heute mal einen Samstagstream und zwar einfach mal um ein paar Sachen zu testen und vor allem auch um ein paar News an den Mann zu bringen. Ja, was für News? Filme, Spiele und
Serien und sonstiges aus der Branche von Entertainment. Ja, ich werde jetzt einfach mal runterleiern ein bisschen, mal gucken, was euch so interessiert. Ein paar Sachen sind vielleicht auch für mich eher nebensächlich, wie zum Beispiel hier. ARD hat eine neue Vorsitzende namens Patricia Schlesinger. Ist jetzt für mich eigentlich eher wenig interessant, aber naja, ist halt eine News aus den Branchen, aus der Branche. Was vielleicht eher was ist, Disney Plus plant wieder was Neues, und zwar eine Dramaserie zu Karl Lagerfeld, Kaiser Karl. Ja, die Frage ist, wer braucht sowas? Aber naja, es scheint ja Leute zu geben, die sich das anschauen wollen. Ich persönlich halte da eher nichts davon. Was gibt's noch? HBO Max, der Europastart des Streamingdienstes, ist für den 26. Oktober geplant. Das ist mal wieder was Interessantes. Wobei man bei den Streamingdiensten ja mittlerweile nicht mehr weiß, wenn ich die alle abonniere, zahle ich 100 Euro im Monat oder so. Ja, ich vermute eher, dass es irgendwann mal wieder zurückgehen wird und man wieder zum vernünftigen System zurückkehrt, weil Disney Plus hat das, Netflix hat was anderes, Amazon bietet wieder weitere Produkte an, HBO Max, was gibt's noch, Join, Apple Plus, ja, also irgendwo, weiß ich nicht, ob die da so weit gedacht haben, dass das irgendwann mal ausgelutscht ist und sich das nicht jeder leisten kann. Zumindest ist es soweit. Also ich habe aktuell Netflix, Amazon und Disney Plus. Ob ich mir weitere leisten will, ist die andere Frage. Tja, was gibt's noch? RTL hat einen Deal mit Konstantin Films. Das heißt, sie erhalten auf alle Kino- und Co-Produktionen von Konstantin ab 2020 Exklusivrechte. Das heißt, das wird erstmal dann auf RTL kommen, bevor es irgendwo anders kommt. Dann noch was Interessantes, WDR, der Sender startet ab Oktober die achteilige Horrorserie True Demon. Das ist offensichtlich irgendeine Fernsehserie, die aus einem YouTube-Video entstanden ist. Müsste man direkt mal nachforschen. Ja, dann ein paar News zu Celebrities. Celebrities, Englisches für Berühmtheiten, Persönlichkeiten, was auch immer. Anna Winger hat wohl irgendein gutes Projekt mit Netflix gehabt, das sehr gut angekommen ist, und deswegen hat sie jetzt gleich einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix, und Netflix scheint da noch mehr zu tun. Sie haben unter anderem auch noch Inga Leschek, die Co-Geschäftsführerin von RTL Studios, zu sich gezogen, wie auch Katja Hofem, die ehemalige Geschäftsführerin von Join. Was haben wir noch von Netflix? Das war's dann gerade mal. Ja, dann Christopher Nolan wechselt ebenfalls, aber nicht zu Netflix, sondern von Warner Bros. Zu Universal mit seinem neuesten Film. Da scheint es wohl um Oppenheimer zu gehen, also die Atombombe. Dann haben wir noch Lina Beckmann, eine bühnenerfahrene Schauspielerin, sagt mir jetzt gar nichts, die neue Ermittlerin im NDR-Polizeiruf wird, also für die Fernsehfreunde. Dann habe ich noch zwei Todesfälle hier. Michael K. Williams, der Star aus der Krimiserie The Wire, ist am 6.9. verstorben. Und Wolfgang Krenz, der frühere Geschäftsführer von Maran Film, am 1. September. So, ein paar Filmnews. Halloween Kills. Ich schaue mir gerade auch wieder die Halloween-Reihe an. Es ist ja durchwachsen von der Qualität. Machen wir schon bis zum Lustigen hin. Und drum für alle Halloween-Fans, am 15. Oktober diesen Jahres startet in den USA Halloween Kills, der neue Halloween-Film. Mal gucken, was das wird. Der letzte war ja der 2018er Halloween. Mal schauen. Dann für die Oscars startet bei den nächsten Oscar-Verleihungen der deutsche Film Ich bin dein Mensch. Habe ich nicht gesehen. Vielleicht kennt jemand, könnte ja einen Kommentar abgeben. Dann gibt es jetzt auch schon einen Film zum Klimawandel, so eine Art Komödie, bei der eine 17-jährige Klimaaktivistin einen besonderen Deal mit ihren Eltern eingeht. Der Film heißt natürlich Klimawandel bei Familie Wilmers. Naja, gut. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann haben wir zwei Filmverlegungen. Der Top Gun Maverick ist verschoben worden von Oktober 2021, November 2021 auf Mai 2022 und Mission Impossible 7 von Mai 2022 auf September 2022. Dann gibt es einen neuen Film, neues Apple-Original mit Ewan McGregor und Ethan Hawke.
Der Film heißt Raymond and Ray. Dann die Produzentin, Regisseurin Frauke Finsterwalter dreht auch einen neuen Film, Sissi und ich. Ja, dann haben wir noch zwei Altdarsteller, aber richtige, sage ich mal, schwer. Wie drückt man es aus? Ja, ich würde sagen, richtige Granaten, was, wenn es darum geht, Qualität abzuliefern. Helen Mirren und Al Pacino in dem Film Sniff, ein Gangsterfilm. Al Pacino kennen wir ja aus dem Paten. In einem Gangsterfilm könnte ich mir gut nochmal vorstellen, auch wenn er mittlerweile, denke ich, ebenso wie Harrison Ford und so ein hohes Alter erreicht hat. Ja, dann gibt es die Verfilmung eines autobiografisch inspirierten Bestsellers von Felix Lobrecht. Wer das kennt, ich kenne es nicht. Das heißt Sonne und Beton. Dann die Serie Babylon Berlin 4, also die vierte Staffel ist abgedreht. Die dritte Staffel der Join-Serie Internat ist abgedreht. Die erfolgreiche BBC-Krimiserie bei Netflix Luther. Luther, nicht Luther, Luther hat eine Fortsetzung als Film erhalten oder erhält eine. Dann Fox Entertainment hat auch eine neue Serie, Monarch mit Susan Sarandon und Anna Friel. Und die Originalserie Munich Match von Philipp Kadelbach wird für Sky inszeniert. Das sind mal so ein paar Schnelldurchläufer und dann haben wir im Detail noch sehr viel anderes. Zum einen Paramount Plus. Paramount Plus hat einen Vertriebsdeal im deutschsprachigen Raum mit Sky und wird dort in die Plattformen integriert. Das heißt, Sky wird dadurch noch ein bisschen umfangreicher mit dem, was es anbietet. Letztens war ja, was war jetzt das? Da war schon irgendwas anderes, das mit reingekommen ist. Vielleicht kommt es ja nochmal. Dann das Bundesverfassungsgericht hat mittlerweile entschieden, die Rundfunkbeiträge dürfen erhöht werden. Das ist natürlich nicht zu aller unserer Freude, aber naja, wir können es jetzt aktuell nicht mehr ändern. Dann haben wir einen Streaming-Anbieter aus den USA namens Roku, der jetzt seinen Streaming-Player auch auf den deutschen Markt bringen will, falls den schon wer kennt. Fox erweitert seine Kooperation mit Tubi TV. Dann wird gerade spekuliert, ob es Kino nur noch für Geimpfte gibt. Die 2G-Regel. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich spätestens morgen wissen, wie die Reise weitergeht. Morgen ist ja Wahl. Wow, was haben wir hier? Apple. Apple finanziert einen Film von Matthew Vaughn und hat dafür anscheinend schon 200 Millionen Dollar bezahlt. Und zwar soll es sich um einen Agentenfilm namens Argyle handeln. Oder Argyle, keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. Dann haben wir wieder Disney. Disney Animation gründet ein Studio in Vancouver. Dann hat es in den Netflix Studios in Albuquerque, New Mexico, einen Brand gegeben. Am Mittwoch, dem 5.8. ist schon wieder eine Weile her. Was gibt's Neues? Naja, Caroline Link, wer die kennt, das ist eine deutsche Schriftstellerin. Nee, die Charlotte Link ist die Schriftstellerin. Caroline Link ist eine Filmemacherin, Entschuldigung. Die ist bekannt für Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und sie produziert jetzt eine Serie fürs ZDF Neo und zwar Safe. Da geht es um Kinder- und Jugendtherapiepraxis. Okay. Was haben wir noch? Okay, das war dann nichts mehr. Was kommt als nächstes? Embracer kauft 8 Firmen, 2 über Koch Media. Grimfrost, 3D Realms, Slipgate Ironworks, Easy Trigger, Ghost Chip Games, Crazy Labs, Forcefield und DigiXart gehören künftig zur Embracer Group. Aha.
Dann Sport1 startet eine neue eSports1-App. Also für alle E-Sportler, da gibt es eine neue App. Okay, dann haben wir Neuigkeiten zur PS4. Der Absatz bricht ein. Dafür ist die PS5 auf gutem Niveau. Wenn man betrachtet, dass die ja nur scheibchenweise verkauft wird. Ich habe jetzt gerade auch wieder aktuell 2 Stück bekommen und sofort verkauft. Dann, was haben wir als nächstes? RTL Group. Starke Zahlen und Fusion von MG, RTL und Gruner und Jahr. Aha, Gruno und Jahr ist so ein Verlagshaus. Anscheinend haben die da jetzt eine Kooperation bzw. eine Fusion angeleiert. Was haben wir noch? Warner Bros. Und Night Train Media verfilmen Bestsellerautor Ragnar Jónasson, ein isländischer Bestsellerautor. Und der hat dann eine Buchreihe geschrieben namens Dark Iceland, die anscheinend ein internationales Erfolgsphänomen war. Und da wird jetzt eben die TV-Adaption draus gemacht. Na dann schauen wir doch mal, was da draus wird. Next one. Okay. Lauter unbedeutende Geschichten. Toronto ehrt Jessica Chastain. Das war am 6.8. Im Rahmen des Toronto International Film Festival feiert nicht nur das Biopic The Eyes of Tammy Faye Weltpremiere. Hauptdarstellerin Jessie Chastain wird auch mit dem TIFF, a Tribute Actor Award, ausgezeichnet. Kenne ich nicht einmal. Dann Themis erhält einen neuen Vorstand. Bitkraft setzt Zeichen für Vielfalt und kündigt konkrete Taten an. Mit dem Bitkraft Diversity Commitments startete das Venture Capital Unternehmen eine Initiative für mehr Vielfalt und kündigte konkrete Maßnahmen an. Unterstützt wird Bitkraft von seinen Portfoliounternehmen. Na gut, macht das mal. Diese ganze Social Justice Warrior Kacke, muss ich schon sagen, interessiert mich nicht. Muss ja nicht sein. Es wird einfach viel zu sehr propagiert, ob jetzt das aktuell in Filmen oder sonst wo ist, so als hätte es das bisher nicht gegeben. Ehrenpfote für Loot für die Welt. Okay, was ist das? Der Tierschutz Berlin zeichnet das Charity-Team mit einer gewidmeten Pfote auf dem Walk of Fame im Tierheim Berlin aus. Okay. Dann gibt es da wohl einen Indie-Publisher namens Dotemu aus Paris. Und der ist Moment. Da hat sich jetzt der französische AA-Publisher Focus Home Entertainment mit 77,5% beteiligt. Das Unternehmen Dotemu ist auf Retro-Games spezialisiert. Okay. Naja, das lässt ja hoffen. Ich bin ja ein Fan von Retro. Dann haben wir, weil wir gerade PlayStation-Absatz gehabt haben, Nintendo-Absatz und Umsatz schwächeln im Jahresvergleich. Um 21,7% ist der Absatz der Switch-Konsolen zurückgegangen. Und dann haben wir, ja, weil wir gerade auf Twitch sind, Twitch-Abos werden günstiger. Der Preis sinkt von 4,99 auf 3,99. Das ist doch mal nett. Also, ja, wir haben hier noch keine Abos, so viele Follower habe ich leider noch nicht hier, aber für die Follower hier nochmal eine kurze Info, weil wir gerade dabei sind.
getriggert von der News gerade mit dem Abo von Twitch. Gut, dann, was haben wir noch? Naja, da ist es doch mal interessant. Trey Parker und Matt Stone, das sind die Macher von South Park, sind von Viacom CBS mit einem 900 Millionen Dollar schweren Vertrag ausgestattet worden, um weiterhin für Comedy Central, aber auch für Paramount Plus zu produzieren. Das ist doch mal eine Menge Money, würde ich sagen. Wird mir schon ein 900stel reichen oder weniger. Dann, was ist das? Anime-Streamer Crunchyroll. Okay, hat wieder mehr Abonnenten. Neun Meilenstein erreicht. Steht da auch drin, wie viel mehr? Nö, so weit. Doch, 5 Millionen zahlen die Kunden. Ja, das ist doch auch eine Nummer. So, was haben wir noch? Dann gibt es was, das nennt sich Mostra-Wettbewerb. Und dort ist wohl Ridley Scott für seinen Film The Last Duel geehrt worden. Den habe ich nicht gesehen. Dann haben wir Asterion. Das ist auch wieder eine Games-Firma. Die übernimmt jetzt wohl künftig das Webgeschäft von Softgames. Dann die Konsole Amico von Intellivision. Da hat sich wohl auch der Verkauf verzögert wegen der Chip-Krise. Englisch-Krise. Das ist mal, okay, das habe ich auch noch nicht gehört. AOK stattet 50 Pflegeeinrichtungen im Südwesten mit Health Games aus. Die AOK Baden-Württemberg wird bis Jahresende 50 stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen mit Memore Box Videospielsystem des Health Games Anbieters Retrobrain ausstatten. Das ist doch mal was Schönes. Okay. Was gibt's noch? More News. Gott, Pandemie, das ist ja. So, dann 7-1 Entertainment Group und John DeMol kooperieren. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, wer John DeMol ist, man muss ja nicht jeden kennen. Dann haben wir was für die Kids. Und zwar von 84 bis 2011 sind die Bücher von Christine Nöstlinger, Geschichten von Franz, entstanden. Und da ist wohl jetzt eine Kinderbuchverfilmung abgedreht worden. Und zwar heißt die auch Geschichten von Franz. Vom Franz, nicht von Franz, vom Franz, genau. Okay, anscheinend gibt es bei Bollywood auch Animationsfilme. Na, das muss ich, Moment, nochmal lesen. Bei einem von Bollywood-Filmen inspirierten Animationsfilm arbeitet die Kick It Like Beckham-Regisseurin mit der britischen Animationsschmiede Aardman zusammen. Okay, also da ist wohl irgendein Bollywood-Film, der soll als Animationsfilm umgesetzt werden. Okay. Dann gibt es einen Film, der heißt Unschuld auf Lager. Der wohl ein Langfilmdebüt von Milena Aboyan ist. Auch was, was mir jetzt nichts sagt. So, dann Johnny Depp, der vor einiger Zeit noch extreme Probleme hatte, wird wohl im Filmfestival in San Sebastian mit den höchsten Ehren ausgezeichnet, dem Donostia Award. Okay? Dann Sony Pictures Entertainment und AT&T haben wohl die Übernahme von Crunchyroll
durch die Funimation Global Group abgeschlossen. Naja, also da kauft wieder einer den anderen auf. Okay. Ja, so richtig filmmäßig Neues gibt es jetzt leider so Nebensächlichkeiten. Ja, genau. Dann Roland Weißmann zum ORF-Generaldirektor, nicht Diktator, Direktor gewählt. Okay, das interessiert auch keinen. Nur Krise, Corona, Testen, Impfpflicht, Bullshit. Ach. Okay, dann im ZDF gibt es wohl ein neues Krimi-Format. Der Jürgen Vogel, den kennen wir ja wohl, und Zeynep Salih ermitteln dort. Und zwar heißt das Ding Jenseits der Spree, also für Krimi-Fans. Dann kennen wir ja noch die Addams Family von Tim Burton. Da wird es jetzt wohl ein Spin-off geben, das sich auf die Tochter konzentriert. Okay, und anscheinend ist das eine Serie für Netflix. Ja, Netflix sichert sich so einiges. Dann gibt es wohl eine ZDF Primetime-Serie Dr. Baloo. Und da gibt es wohl eine Folgeserie oder eine. Ne, was ist das? Ja, da gibt es eine zweite Staffel oder was? Die wird gerade gedreht. Okay. Ah ja, das ist interessant. Koch Media vertreibt Amiga-inspirierte Retro-Konsole. THEA 500 wird von Retro Games Limited entwickelt und Anfang 2022 erscheinen. 25 Spiele werden vorinstalliert sein mit der Möglichkeit, weitere selbst hochzuladen. Na, das schauen wir doch mal. Oh, wer sich im Games-Bereich betätigen will, hier hat er gleich die Möglichkeit. Okay, ist vielleicht doch schon zu spät. Wir haben schon Ende September. Da ist nämlich jemand zurückgetreten und die hat einen Nachfolger gesucht. Ja. Nichts Neues im Bereich. Okay, Blood Red Sky, erfolgreichster deutscher Netflix-Titel. Mit mehr als 50 Millionen Haushalten, die den Film bis dato weltweit gesehen haben, ist Peter Torwarts Action-Thriller noch nicht einmal 20 Tagen. Das war am 11.8. der erfolgreichste. Okay. Dann die Comedy-Serie Check, Check. Mit Klaas Häufer Umlauf, Gott sei Dank nie gesehen, den kann ich nie ausstehen, ist mit der dritten Staffel wohl auch beendet. Na, Gott sei Dank. Dann ist eine High-End-Serie namens Lauchhammer im Dreh. Was ist denn das? Mord in der Niederlausitz. MDR, naja gut, ist schon wieder vorbei. Puh, nichts Interessantes, wirklich so richtig, außer dieser Retro-Konsolengeschichte. Freaks for You Gaming erhält 15 Millionen Euro Investment. Die sagen wir jetzt auch nichts. Okay. Die News waren schon mal besser.
Vor allem haben sie sie in der Regel nicht immer wiederholt. Ja, es passiert halt nichts mehr im Bereich Entertainment. Hollywood steht still. Was haben wir hier? Ja, Ghost of Tsushima Legends, das war vom 12.8., falls noch nicht jemand noch nicht mitbekommen hat. Ab dem 20.8. gab es den Director's Cut. Ich habe es gerade auch nochmal runtergeladen. Die PlayStation 5 Version, dann einen Rivalenmodus ab dem 3. September. Also was genau ist es? Haltet die Augen offen nach neuen Aktualisierungen für den Ghost of Tsushima Legends Modus, die ab dem 20. August gemeinsam mit der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima Director's Cut erscheinen. Eigenständige Legends-Veröffentlichungen ab dem 3. September für PlayStation 4 und PlayStation 5 Konsolen im PlayStation Store erhältlich. Besitzer können mit Freunden, welche die Ghost of Tsushima enthaltene Vollversion haben, in Kooperativspielen antreten. Das ist doch mal geil. Das ist mal richtig geil. Also zu zweit die Story spielen, kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann Rivalenmodus ab dem 3. September erhältlich. Es treten zwei Zweierteams an, um Wellen von Gegnern zu besiegen. Jeder besiegte Gegner bringt Magatama, mit denen dem anderen Team Schaden zugefügt werden kann. Okay. Ausrüstungsmeisterungssystem ab dem 3. September erhältlich. Aktiviere Meisterungsherausforderungen und schalte neue Fähigkeiten und Techniken für jede Klasse frei. Und vieles mehr vom 10. September bis zum 1. Oktober. Darunter neue Karten und IOS-Prüfungen. Eine neue und schwierige Version der Raubzugmissionen. Also das muss ich mal richtig sagen, ist einmal eine absolut tolle Geschichte, was sie hier machen. Dass sie hier einfach mal was nachliefern, obwohl sie es nicht müssten. Das Spiel war abgeschlossen. Könnten sich auf was Neues konzentrieren, aber nee. Da machen wir doch einfach mal was Neues. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Hoffentlich bin ich richtig. Yep. Also Ghost of Tsushima, was gibt es denn? Director's Cut 79,99 oder auch hier bei mir bestellen im Shop. Testversion. Dann haben wir es hier, Ghost of Tsushima Director's Cut. Insel Iki Erweiterung, das ist eine Story Erweiterung. Online Koop Modus Legends. Digitales Mini Artbook. Kommentar des Directors. Ein Technikpunkt Talisman der Gunst. Hashimans Held von Tsushima Skinjet. Okay, ich hatte die Collectors Edition, das heißt, ich habe da noch ein bisschen erweitert. Ja, die Preise sind natürlich ganz klar. Also ich finde es für digital schon ein bisschen hoch, da kaufen wir lieber die Box-Version, weil ich weiß nicht, also da habe ich da noch was davon. Ne, gut. Aber ansonsten ist eine schöne Geschichte. Ich kann das Spiel nur jedem empfehlen. Absoluter Knüller. Ja, spiele ich auf jeden Fall weiter und wieder. Dann, was haben wir wieder? Gehen wir zurück zu den anderen News. Die Deutsche Telekom hat wohl mittlerweile knapp 4 Millionen TV-Kunden. Schön für Sie. Okay. Da gibt es wohl einen Programmanbieter in den US namens Criterion, den hatte ich auch schon mal gehört. Und zwar werden die ab November Filme auf dem 4K UHD Blu-ray rausbringen. Also, wer praktisch Filme von denen hat und die jetzt in UHD haben will, die wird es dann ab November geben. Es ist ja immer so Geschichte, es gibt viele gute Filme, die gibt es leider noch nicht auf Blu-ray oder auf UHD. Also ja, und DVD möchte man sich teilweise nicht mehr unbedingt kaufen, aber naja. Dann ist ein weiterer Todesfall zu verzeichnen. Hans Eckelkamp, ein Urgestein der deutschen Kinobranche, ist am 5. August im Alter von 94 Jahren in Berlin gestorben. Wer war das? Das war der Gründer des Atlas Filmverleih. Okay. Dann die zweite Staffel des Amazon Prime Videos, der Comedy-Show LOL, startet im Oktober. Last One Laughing. Stadtrat in Los Angeles einstimmig für Impfpflicht. Na, viel Spaß euch.
Impfpflicht bei Indoor-Aktivitäten, aber egal, man muss ja nicht hingehen. So, was haben wir noch? Das sind jetzt wieder die gleichen Geschichten, die schon mal gehabt haben. Nichts Neues. Next one. Da haben wir doch noch was. Und zwar jetzt wieder aus dem Gaming-Bereich. Disciples Liberation, da habe ich kurz mal in der Beta reingeschaut. Der Release ist der 21. Oktober. Das ist so eine Art, ja, sowas wie ich würde sagen, wie Diablo von der Spielart und Spielweise, ja. Wir können uns hier kurz mal den Trailer anschauen. Ja, genau, hier bitte. Oh ja. Das wird so nix. Einen Ton brauchen wir schon. From a new dawn, a hero rises. Battle your foes, find loyal companions, and form a powerful army. It's your fate to flee Nevendar. It's your fate to flee Nevendar. It's a top bomber, Alt, der macht da schon wieder weiter, das wollen wir nicht. Gut, ja, das war Disciples. Machen wir das damals? Nein, damals. Okay, also wer an dem Spiel Interesse hat, das ist so eine Art Diablo, würde ich mal sagen. Sicherlich mal was anderes und nicht immer nur vom Blizzard. Vom spielerischen her war es eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Ich hatte nur nicht die Zeit, um den um die Beta da vollständig mitzuspielen. Also ich kann es nur jedem, dem Diablo gefällt oder wie heißt das andere? Fällt es mir nicht ein. Paladins? Ja, auf jeden Fall eben, den das Diablo gefällt, kann ich das Spiel nur ans Herz legen. So, weiter geht's. Dann, was haben wir als nächstes? Online-Shops für Games. Amazon vorne, Steam knapp vor Epic. Okay. Im Rahmen der Statista Global Consumer Survey ermittelten die Marktforscher, in welchen Online-Shops deutsche Gamerinnen besonders gerne einkauften. Wohl auch, weil Abonnements hinzugezählt wurden, landete der PlayStation Store mit Amazon auf Platz 1. Dann hat Koch Media wohl eine Fan-Edition zu King's Bounty 2 veröffentlicht. Also wer da Interesse hat, die Spezialversion des Spiels wird mit Puzzles, Tasse und Schlüsselanhänger in den Laden kommen. Lediglich 300 Exemplare werden hergestellt. Die Vorstellungsphase hat bereits begonnen. Das war am 12. August. Also wer Glück hat, bekommt noch was. Die zweite Herr der Ringe Staffel wird nicht in Neuseeland gedreht. Okay, also Amazon hat ja schon eine Staffel im Herr der Ringe Universum abgedreht und die zweite wird nicht in Neuseeland gedreht, sondern in Großbritannien. Mal gucken, was überhaupt das für ein Ding ist. Ich bin da immer noch ein bisschen am Zweifeln. Als alter Fan von John Ronald Reuel Tolkien und dem, was er geschaffen hat, bin ich da immer sehr vorsichtig mit diversen Veröffentlichungen. Hm.
Warner Media führt Impfpflicht für US-Mitarbeiter ein. Na, viel Spaß. Toronto ehrt Benedict Cumberbatch, ja, den Mann kennen wir. Und zwar auf dem International Film Festival wurde auch der mit dem TIFF Tribute Actor Award geehrt. Dann Sony hat das Sequel zu Venom verschoben. Toll. Und in Deutschland den Starttermin vorerst aufgehoben. Also in den USA verschoben. In Deutschland aufgehoben, also wer Venom sehen will. Uiuiui. Sign World mit 70%igen Besucherrückgang. Im von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten ersten Halbjahr 2021 verzeichnete die weltweit größte Kinokette einen 70%igen Besucherrückgang. Ja, der wird auch nicht recht viel größer wieder werden, wenn man diese komischen 3G-Regeln beibehält. Das könnte man glauben. Dann haben wohl die Dreharbeiten zu einer weiteren Romanverfilmung begonnen, Jenseits der blauen Grenze. Das ist wieder eine deutsche Verfilmung, bei uns ist es ja anscheinend an der Tagesordnung, dass man irgendwelche seltsamen Romane verfilmt. Wenn es wenigstens gute Sachen teilweise werden. Four Players kennt jeder, zumindest aus dem Gaming-Bereich, und Indie Hub rufen Indie Campus ins Leben. Das war dann am 14. und 15. September die Online-Konferenz. Mhm. Dann haben wir schon wieder durch. Also die Neuigkeiten sind wirklich sehr, sehr rar in den letzten 2 Monaten. Da haben wir's. My Hero Academia erhält Live-Action-Adaption. Das ist so eine Manga-Serie. Und die wird jetzt wohl als Realfilm, also was heißt, also als Film ganz normal verfilmt. Mit Schauspielern. Dann hat Disney mittlerweile auch eine Fortsetzung des Oscar, des Films Cruella angekündigt. Also für jeden, der den Film gesehen hat, ich leider noch nicht. Eieiei. Dann war ja dieser Film Free Guy, der Mitte August die US-Charts angeführt hat mit Ryan Reynolds. Und mittlerweile hat er angekündigt, dass es hier auch ein Sequel geben wird. Dann wieder eine Bestseller-Verfilmung aus Deutschland. Mittagsstunde, meine Güte. Okay, next one. Calypso Media haben wir gerade gehabt mit Liberation Disciple. Wird 15 Jahre alt. Eieiei. Da ist ja wirklich ganz, ganz wenig passiert in den letzten 2 Monaten, was zumindest was Filme betrifft, ja, also Kinofilme und so. TV Now Serie, das hatten wir vorhin schon. Sisi, also nicht Sisi, sondern Sisi, startet Ende des Jahres. Bei Romy Schneiders Sisi Trilogie hat es Tradition, dass sie rund um Weihnachten ausgestrahlt wird. Die jetzt abgedrehte neue TV Now Serie scheint sich daran als Event ein Stück weit zu orientieren. Na toll. Dann der Film Hotel Transylvania in eine Monsterverwandlung kommt nicht ins Kino, sondern direkt zu Amazon.
Oh ja, oh, da haben wir was Schönes. Es gab da mal einen absolut tollen Film mit Kevin Costner, den wahrscheinlich nicht sehr viele Leute kennen, aber er ist trotzdem sehr gut. Weil, naja, es ist ein Baseballfilm, das mag nicht jeder. Ich persönlich finde Baseball richtig geil. Absolut toller Sport. Und der Film heißt Feld der Träume. Immer noch absolut sehenswert. Und ja, anscheinend wird es hier wohl eine Serie dazu geben. Mehr weiß ich noch nicht. Da werde ich mir auf jeden Fall angucken. Okay, weiter geht's. Tag um Tag nichts Neues. Okay. Ey. Ja, diese Krise, diese Corona-Pandemie, die hat schon überall richtig gut eingeschlagen. Ah ja. Splendid Tochter übernimmt Maxdome Store Kundenstamm. Habe ich da was verpasst? Die Splendid Medien AG hat angekündigt, dass ihre Tochtergesellschaft Video City von Joyn diverse Maxdome Assets übernehmen wird. Okay. Nomadland ist bei der Kritikervereinigung Fipreski als Film des Jahres ausgezeichnet worden. Genau. Und dann kommt das Beste: Milli Vanilli, wer das noch kennt, ja. Die Milli Vanilli Jungs und Mädels, oder ja. Also, Milli Vanilli ist ja in die 80er Jahre eine erfolgreiche Disco-Pop-Duo gewesen, die ihre Songs eigentlich gar nicht selber gesungen haben. Und Simon Verhoeven hat das Ganze in ein Filmprojekt gepackt und verfilmt. Oder verfilmt es und erhält oder hat aus dem FFF Bayern, das ist der Filmförderfonds Bayern, 1,6 Millionen Euro dafür erhalten. Ja, da sind wir mal gespannt. Dann gibt es bald eine Netflix-Serie namens The Empress über die Kaiserin Elisabeth. Also Sissi wieder. Geht, die Dreharbeiten haben begonnen, wird aber nicht vor der TV Now Serie rauskommen. Na, Fast in the Furious. Der Teil 10 soll 2023 Ostern kommen. Kann man sich schon mal im Kalender anstreichen. Wobei ich gehört habe, dass das äußerst seltsam sein soll, weil unser japanischer Freund Han wieder leben soll. Wie auch immer. Dann die Emmy-nominierte Western-Serie Yellowstone mit Kevin Costner geht auf dem Pay-TV-Sender und Streaming-Angebot Sony AXN in die dritte Runde. Kenne ich nicht. Ich habe mich schon gewundert, warum ich von Costner nichts mehr im Kino sehe, aber jetzt ist es klar, der ist in Serien unterwegs. Wieder nichts Neues. Lea Becker dreht WDR-Jugenddrama. Die Kids-Regisseurin hat nach Lilli Bogenbergers Drehbuch den Fernsehfilm Icarus gedreht, in dem eine junge Lehrerin durch den Suizid einer Schülerin auf eine Selbstmord-Community stößt. Na gut. Jennifer Aniston und Adam Sandler mit weiterem Mörder-Mystery. Die Netflix-Krimi-Komödie Mörder-Mystery wird also fortgesetzt. Okay. Und auch Mark Wahlberg und Kevin Hart drehen eine neue Komödie für Netflix, genannt Me Time. Naja, also mit Komödien sind wir ja dann wohl ausgestattet. Embracer, hat man das vorher nicht schon? Kauft drei weitere Firmen. Demiurge Studios aus den USA, Fractured Byte aus Estland und Smartphone Labs aus Russland.
Die wollen wohl Electronic Arts und Activision Konkurrenz machen. Okay, Assemble und Robot Pumpkin kündigen neues Spiel an. Plan B from Outer Space, A Bavarian Odyssey. Ist Text-Adventure, das im Herbst für Steam und Mobile-Geräte erscheinen wird. Okay, okay. Consumer Technology Association hat angekündigt, dass Teilnehmer der CES 2022 nur mit Covid-19-Impfung reingelassen werden. Ja, gut, dann halt ohne uns. Okay. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Lauter Wiederholungen. Also nicht nur im Fernsehen, auch hier bei den News. David Yates macht Potterpause. Also der Regisseur wird seinen nächsten Film für Sony Pictures machen. Und nicht einen Harry Potter. Ja, genau, das hat er vor kurzem schon mal gelesen. Anthony Mackie soll in Captain America 4 spielen. Also es soll ja einen neuen Kinofilm geben zu Captain America, der ist in Vorbereitung. Und der Showrunner von The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, schreibt das Drehbuch. Und so wie es aussieht, wird Anthony Mackie wohl der neue Captain America. Persönlich war ich da im Avengers ein bisschen genervt, weil es für mich ein weiteres Anzeichen war, wie die aktuell... Servus! Marcel, hi! Ja, wie die praktisch wieder die Social Justice Warrior in die Filme gebracht haben. Einmal mit der Großaufnahme von den ganzen Heldinnen im Film und das zweite dann, dass ein Schwarzer der Captain America wird. Hatte ich irgendwie doof gefunden, weil es einfach nur deswegen so war, weil er halt schwarz war, weil man ja das jetzt irgendwie in den Vordergrund rücken muss. Danke, ist doch ganz klar. Ich stehe für das, was ich sage und ich beweise da immer Rückgrat. Ja, auch hier jetzt bei den Filmen, muss ich sagen. Muss aber auch sagen, dass mir der Anthony Mackie in dem Winter Soldier überzeugt hat und man sollte ihm eine Chance geben. Und was treibst du so? Immer noch im Zocken? Ach du Scheiße. Ja gut, irgendwann hol deinen die Arbeit ein. Das kenne ich. Ja, WoW bin ich gar nicht mehr reingekommen. Ich zocke jetzt einmal in der Woche fix. Das ist immer sonntags normalerweise, außer morgen, weil Wahl ist. Da mache ich Stream. Und ansonsten gelegentlich mal eine Stunde. Aber halt dann eher so Konsolenspiele. Gott. Ja, das habe ich auch bestellt. Das startet ja am 28., 29. Können wir ja gucken, wenn es am gleichen Server, dass wir am gleichen Server irgendwie kommen. Ich weiß gar nicht, ob die mehrere Server haben. Ich habe mir kurz mal die Alpha und die Beta angeschaut. Du kannst ja mal euren Server dann, wenn es verschiedene Server gibt, durchschicken. Und dann können wir uns irgendwie zusammenreden, genau. Ja, war ganz angenehm. Ich hatte bloß Probleme ein bisschen beim Stream, weil mein Rechner halt doch nicht mehr der neueste ist. Ah ja, das ist okay. Discord ist okay.
Ja. So. Ja, ich mache mal mit den News ein bisschen weiter. Vorhin schon gebracht, Embraces, wer immer das ist, kennst du Embraces? Das ist ein schwedischer Konzern, der kauft gerade sämtliche Games-Unternehmen auf. Schon wieder drei Firmen. Wahnsinn. Calypso. Was ist denn das wieder? Okay, das muss ich mir mal kurz angucken. Mehr Wachstum für dein Business? Klar, mehr Ja, Freiheit. scheiß Werbung. Deine Braucht kein Reichweite Mensch. steigt. Dein Ranking erreicht neue Höchstwerte. Deine Verkäufe gehen durch die Decke. Nur deine To-Do-Liste, die schrumpft. Fiverr Freelancer helfen dir dabei. Ohne verpasste Ist ja Deadlines. gut, YouTube. Kompetent, schnell und zu deinen Konditionen. Digitales Marketing auf Fiverr. Jetzt Freelancer finden. Ja, genau. So, was ist das jetzt? Hallo? Mehr Wollen wir den Wachstum für verarschen dein oder was? Business? Klar, mit Fiverr. Mehr Wachstum für dein Business? Was Klar, ist für mit Mist? Fiverr. Autohero, mach Alter. deinen Gebrauchtwagen online und hol dir unseren Online-Showroom nach Hause. Du bestellst Er ging Autohero einmal am Sack. kostenlos. Also YouTube ist mittlerweile so ein Dreck. Hallo Kalypsoianer, wir befinden uns heute im Tiergarten in Worms, unserer Kalypso-Hauptstadt. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn unser aller Herrscher Elpress, für den ich stellvertretend hier bin, der feiert ja dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als der große Meister. Aber es gibt auch noch ein weiteres Jubiläum, die Calypso Media. Die feiert dieses Jahr ihren 15. Geburtstag und da haben wir uns ein ganz besonderes Geschenk für uns alle einfach ausgesucht. Elpress Lieblingstier, das Lama in Form von Hector. Das besuchen wir heute. Seid da bitte mit dabei. Alles klar. Okay. Ist mal ein Publisher mit Humor. Alles klar. Wird das jetzt eine... Naja, da kommt noch mehr. Einige Tierexperten da draußen werden es wahrscheinlich gemerkt haben, unser Lama ist in Wirklichkeit ein Alpaka, aber wir von Calypso, wir werden es auf jeden Fall genauso lieb haben wie all die anderen Lamas bei Tropico. Ja, und jetzt habe ich die Melanie hier. Sag dir kurz, für was du hier zuständig bist. Hallo, also ich bin Melanie und mein Revier ist das Exotenrevier und dazu gehören auch die Alpakas, die sind meine Schützlinge. Was sind denn die gravierenden Unterschiede jetzt zwischen einem Lama und einem Alpaka? Also liegen wir jetzt komplett falsch? Komplett falsch liegt man nicht. Die gehören alle zur Familie der Kamele. Das heißt, sie können auch spucken, wie die Lamas auch. Das machen Na sie aber toll. eher untereinander, wenn es ums Der Futterverhalten erinnert geht. mich irgendwie an den Ansonsten, Typen aus Lamas sind wesentlich Sumenia, glaube größer ich, als war das. Alpakas. Die können um die In dem 150 Kilo wiegen. So ein Nudistenclub. Alpakas hält sich zwischen 60 und 70 Kilo aus, auf so ein Männchen. Und die Lamas sind auch eher Lastentiere. Die Alpakas werden aber eher für ihre Wolle gezüchtet. Ah, okay, ja genau, Wolle, das ist natürlich das Ding, das ist eine Ressource bei Tropico tatsächlich. Ja, und sind dann wahrscheinlich auch pflegeleichter, gerade auch für Kinder. Ich habe schon öfter mal gesehen, es gibt auch so Wanderungen, also werden wahrscheinlich die Lamas eher nicht so geeignet, oder? Also Lamas werden auch häufig angeboten, Lama-Wanderungen, aber bei uns
im Tiergarten. Wir gehen mit den Alpakas spazieren und auch für Kindergeburtstage oder Führungshighlights oder sowas. Tierische Begegnungen kann man bei uns buchen und dann kann man auch zu den Tieren mal rein. Aber gibt es da jetzt nicht irgendein neues Gesetz, dass man die gar nicht mehr nach Deutschland transportieren darf? Hier im Tiergarten Worms eigentlich nichts im Wege, ob einfach so oder als Event. Dann oder waren das andere Viecher? Und, ja, wir schauen mal weiter. Irgendwer hat da was gesagt. Letztens habe ich irgendein Video gesehen, da hat eine gesagt, die hat auch so, süchtet auch sowas und das darf man jetzt gar nicht mehr nach Deutschland importieren. Irgendwelche Tierschutzregeln. Okay, dir auch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns. Und gut wählen morgen. Dem Lama-Alpaka-Gehege hier in Worms im Tiergarten. Und ich habe hier einen besonderen Gast, die Michaela. Michaela, stell dich doch mal bitte vor und was deine Aufgaben hier so sind. Ja, hallo, mein Name ist Michaela. Ich bin hier Geschäftsführerin vom Freundeskreis Tiergarten Worms und ehrenamtlich tätig und zuständig für die Patenschaften hier im Tiergarten. Sehr gut. Als Paten, die Calypso Media, was kommt denn jetzt so auf uns zu? Mit was muss man da rechnen? Ja, also als allererstes suchen Sie sich Ihres Patentier aus. Ne? Also hier im Tiergarten kann man von jedem Tier, das einem so ans Herz gewachsen ist, ein Pate werden. Und das ist so die erste Aufgabe, die Sie hier bewältigen müssen als Paten. Und als zweites kommen Sie dann hier zur Patenübergabe in den Tiergarten, was meiner Meinung nach auch deutschlandweit nicht so oft praktiziert wird. Okay. Ja, das ist so mein Ding, dass alle Paten auch einen Kontakt zu ihrem Patentier bekommen. Also in der Regel würde man nur quasi ein Zertifikat bekommen, vielleicht ein Foto? Also viele Zoos machen das so, dass sie eine Urkunde bekommen, ein herzliches Dankeschön und das war's dann. Ja? Bei uns im Tiergarten Moms läuft das ein bisschen anders ab. Jeder Pate bekommt die Gelegenheit, hier im Tiergarten bei seinem Patentier die Urkunde überreicht zu bekommen. Ja, und wir sind ja hier in Feierlaune. Wir feiern ja das 20-jährige Jubiläum von El Press, von unserer bekannten Tropico-Reihe, aber auch den 15-jährigen Geburtstag unserer Calypso Media. Aber wir machen das mit den Geschenken heute mal ein bisschen andersrum. Ich habe gehört, bei dir in der Familie gibt es Gamer und da haben wir ein Präsent mitgebracht. Und zwar Tropico 6 auf der Nintendo Switch war dein Wunsch. Vielen Dank. Ja, im Namen meiner Tochter. Ja, das ist mal eine schöne Aktion hier. Ja. Und noch zu guter Letzt, jetzt ist noch Zeit, ein bisschen Werbung zu machen. Wie kann man den Tiergarten Worms unterstützen? Was kann man so tun, auch außerhalb der Patenschaft? Genau. Also zum einen sind es die Patenschaften, die hier einen wichtigen Beitrag leisten, zum Weiterführen des Tiergartens. Und natürlich kann man jederzeit auch eine größere Spende abgeben an den Tiergarten. Und auch natürlich die vielen Besuche im Tiergarten, ja, die helfen natürlich auch weiter. Ja, Weltklasse. Wir werden natürlich alles in die Beschreibung reinhauen, alle Kontakte, Möglichkeiten. Und ja, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier mal vorbeischaut im Tiergarten Worms. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also, bis dann. Ja, das würde ich doch auch gleich mal empfehlen hier. Leute, unterstützt diesen Tierpark und die Alpakas. Die haben es verdient. Ja, was haben wir noch? Gehen wieder zurück zu unseren weiteren News. Falls es hier noch News gibt, es wird ja immer rarer hier. Emmy-Teilnehmer müssen geimpft und getestet sein. Ja gut. Vierte und fünfte Staffel The Handmaid's Tale bei Magenta TV. Okay. Nichts Neues im Westen. Redford produziert Thriller-Western-Format. Robert Redford und R.R. Martin gehören zu den prominenten Produzenten, die an der Serie Dark Winds arbeiten, die derzeit für AMC entsteht. Naja, gut. Nachdem ja The Game of Thrones so enttäuschend geendet ist, verspreche ich mir nicht viel von irgendwelchen Geschichten von R.R. Martin.
Vor allem, wir warten ja schon seit Ewigkeiten, dass er die Bücher weiterschreibt. Von daher, erstmal gucken, was dabei rauskommt, bevor wir da irgendeinen Hype starten. Puh, gibt tatsächlich jetzt, ne? Netflix Wochencharts, das war am 23.08. Der Blacklist zurück an der Spitze. Ja, ich will ja nicht spoilern, aber das Ende der letzten Serie, der letzten Staffel war schon überraschend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie gesagt, ich will hier nicht spoilern, aber wenn man bedenkt, wie oft ich manchen Leuten in der Serie einfach nur gern den Hals umgedreht hätte, wegen ihres dämlichen Verhaltens. Aber naja, das Ende war dann doch irgendwie so, dass man diesen Wunsch vielleicht zurückgenommen hätte. Otto Walkes sorgt für ausverkaufte Säle, Catweasel. Okay. Naja, übrigens, TV. Seit 22. August ist ja Bild auch im Fernsehen vertreten, also als TV-Sender, nicht bloß auf YouTube. Dann Disney will eine außergerichtliche Einigung mit Black Widow Scarlett Johansson. Und ansonsten wieder Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Also was die News schicken, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja alles uralt oder beziehungsweise wiederholt, wiederholt, wiederholt. Nichts Neues. Dann kommt ein neuer Film von Matthias Schweighöfer auf Netflix und zwar Army of Thieves am 29. Oktober. Disney Plus lichtet den Anker der Nautilus. Disney produziert für seine Streaming-Plattform Disney Plus eine 10-teilige Serie über die Anfänge von Captain Nemo und dessen legendären Boot, der Nautilus. Okay. Es wird halt wirklich alles verwurstet aktuell. Ja. Tatsächlich nichts Neues, über Wochen hinweg nicht wirklich gute Filminfos, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt vom Hocker. Nö, gibt's hier nicht. Four Players Redaktion schließt zum 31. Oktober die Tore. Das Games Magazin wird seine redaktionelle Tätigkeit einstellen und auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren. Okay. Ja. Oh, der Coppola-Klassiker The Outsiders mit vielen damaligen Jungstars, die dann später wirklich berühmt wurden, gibt es jetzt dann in restaurierter Fassung nochmal im Kino und Home Entertainment. Dann der Macher von The Walking Dead, Robert Kirkman, arbeitet an einer Spielfilm-Adaption des Comics Oblivion Song. Und einer der Schauspieler, die da wohl mitmachen, ist Jake Gyllenhaal, The Prince of Persia. Mhm. Dann haben wir wieder bei nichts Neues. Wiederholungen, tägliche Wiederholungen.
Dann gibt es ab dem 14. Oktober eine Thriller-Serie namens Blackout mit Moritz Bleibtreu. Und auch Steven Soderbergh ist unter die Serienproduzenten gegangen. Er macht für HBO Max eine Serie namens Full Circle. Oh Gott. Kennt noch jemand Interview mit einem Vampir, die Verfilmung des absolut guten Romans von Anne Rice, in dem Tom Cruise und Brad Pitt mitgespielt haben? Ist zwar ein netter Film, aber wenn man die Bücher kennt, einfach nur Mist. Das soll jetzt in Serie gehen. Na, da sind wir doch mal gespannt. Dann haben wir wieder ständige Wiederholungen. Nichts wirklich Neues. Je weiter wir durchgehen, aber wir kommen den aktuellen News näher. Okay, der Netflix-Action-Hit letzten Jahres, Old Guard, erhält wohl einen zweiten Teil und hat einen neuen Regisseur bzw. neue Regisseurin. Dann sind wir wieder bei den Wiederholungen. Ah ja. Zum Django gibt es ja auch eine Serie jetzt dann von Sky und Canal Plus mit Matthias Schönarz in der Hauptrolle. Wer auch immer das ist, ich kenne den nicht einmal. Mit dabei im Cast ist außerdem Darkstar Lisa Vicari. Also ist anscheinend irgendwie eine europäische oder deutsche Produktion. Bin ja auch sehr gespannt. Dann haben wir wieder mal nichts Neues. Jetzt sind wir schon bei Ende August. Ja. Was ist denn passiert? Kinocharts USA sagt 5-mal, Candyman ist ein Hit. Der Reboot des Schockes Candyman liegt ein super Start hin in den nordamerikanischen Kinos. Also ich weiß noch, wo ich damals im Kino war. Wir haben uns so kaputt gelacht bei dem Film, weil der einfach so dämlich war. Aber okay. Wir haben damals noch gesagt, zum Schluss heißt es dann Candy Woman, Candy Woman, Candy Woman. Ja, so kam es dann auch irgendwie. Traumschiff-Schauspielerin Heidi Keller verstorben, und zwar am 30.08. Tatort toppt Trial. Naja, wundert mich nicht. Die Knallkörper, die da diskutiert haben, würde ich keiner sehen. Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Also, da gab es doch mal Filme wie Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft. Genau so hieß er mit Rick Moranis. Und jetzt gibt es anscheinend Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Okay. Der damalige Film war schon nicht gut. Avengers Stars für Ghosted wiedervereint. Ein weiteres hochkarätiges Projekt bereitet Skydance vor. Also es ist das Filmfestival oder Produktionsfirma von Robert Redford. Unter der Regie von Dexter Fletcher sollen die Avengers Stars Scarlett Johansson und Chris Evans erneut zusammenarbeiten. Okay, ich dachte die alle irgendwie. Meine Güte.
13 Millionen Menschen waren dieses Jahr auf der Gamescom, okay? Naja, nicht dort gewesen. Zeitweise 2 Millionen gleichzeitige Zuschauerinnen, insgesamt 5,8 Millionen, okay, wollte gerade sagen, dort gewesen. 118 Zuschauerinnen bei Gamescom Kongress. So, dann haben wir wieder was für den Showroom. Ashes of Creation. Wow, what an Alpha One Experience. Ja, da gibt es auch wieder einiges an News etc. Es ist ja so ein absolut gehyptes Online-Rollenspiel, das schon ewig in der Entwicklung ist. Und hier haben wir 1,5 Stunden Infos drüber. Die wollen wir uns natürlich jetzt nicht anschauen. Ja, aber wen das interessiert, Development Update with In-Game Footage. Ja, also ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich mal anschauen könnte, sollte. Vor allem auch die ganzen Infos davor. Aber vorsichtig sein, ob es nicht hier nur um eine Zocke geht. Da gab es ja auch schon Infos drüber. Also einfach mal gucken, wo die Reise hingeht mit dem Spiel. Ich habe da auch so viel schon mitgemacht mit den Online-Rollenspielen. Man muss einfach vorsichtig sein. Ja, zurück zur Taverne. So, was gibt's noch? Jungle Cruise hat 100 Millionen Dollar Einspielmarke bei US Box Office. Das heißt, es gibt einen zweiten Teil, das steht schon fest. Gibt tatsächlich nicht wirklich viele News in den letzten 2 Monaten. So, dann haben wir wieder was. Crowfall, da war ich auch in der Beta. Es ist eigentlich ein ganz lustiges, nettes Spielchen. Wert zu spielen, wenn man Zeit hat, würde ich sagen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ist halt ein bisschen im Comic-Style, so wie WoW. Und was gibt es hier Neues? Ein Update ist jetzt live. Das Spiel ist ja mittlerweile insgesamt auch schon veröffentlicht. Buddy-Programm haben es, also wenn du jemanden, wenn man schon dabei ist und jemanden rekrutiert, dann wird man belohnt. Use your personal Crowlink to invite your friend to play Crowfall for 10 days free. Plus, when they buy Crowfall, they will have 25% discount waiting for them at checkout. Ja. Also hier gibt es auch wieder einiges Neues. Und was haben wir hier? Ah ja, okay. Die haben dann auch so Geschichten hier mit, wie bei WoW, Ingame-Mounts, die man bekommen kann und so weiter und so fort. Also wer Alternativen sucht, einfach mal hier vorbeischauen. Ist sicherlich ein interessantes Game. So, dann weiter mit den nicht vorhandenen News. Da gibt es tatsächlich nichts. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Wahnsinn! Ey, da haben wir wieder was. Wenn wir uns auf solche Sachen verlassen. Bei Calypso sind wir wieder. Tropico 6 Release Trailer fürs Festival. Okay, schauen wir uns mal an. Thank you.
Okay, ja, ich kenne das Spiel jetzt nicht direkt, aber wer so Aufbauspielchen mag, für den ist das sicherlich interessant. Okay. Iron Harvest erscheint für PS5 und Xbox Series X. Ansonsten auch hier nichts Neues. Alter, es ist ja wirklich eine Verschwendung heute. 10 deutsche Filme stehen für Oscar-Einreichung bereit, okay? Seinfeld startet künftig auch auf Netflix. Nach 2 Jahren Verhandlungen, unglaublich. Dann gibt es einen neuen Film mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle, und zwar ist der Film Master Gardener. Whatever. Mediamarkt sponsert DTM eSports. Dann eFootball 2022, der Nachfolger zum PES, erscheint am 30. September, also in 5 Tagen. Ubisoft Multi-Access für Stadia auf mehr Länder ausgeweitet. Ja, also Stadia ist ja wirklich... Puh, ich habe da auch das Abo, ich habe es halt einfach am Laufen. Aber ich weiß nicht, die Angebote sind ja nicht so der Hit. Können wir nachher vielleicht kurz mal reinschauen. Stefan Ruzowitzki ist Showrunner der zweiten Staffel Barbaren. Das ist Erfolgsserie auf Netflix. Dann ist eine TV-Now-Serie im Dreh, Torstraße 1. Da geht es um irgendwelche historische Event-Serie, okay. Okay. Oh, dann sind wir beim interessanten Punkt, würde ich sagen. Und zwar Ascension, Conquest of Azeroth. Das ist so eine Art WoW-Ableger. Die haben halt wirklich komplett einen, ich sage jetzt mal, Private Server von Classic gemacht. Aber nicht einfach bloß WoW Classic, sondern das ist ein System, ja, wo man einfach die Skills und alles beliebig austauschen, machen, leveln kann etc., wo man alles total individuell gestalten kann. Das ist richtig toll. Und hier haben sie jetzt wohl irgendwas Neues. 21 Original Classes, a pristine vanilla Azeroth, fully scripted, multiple expansions and all of Ascension's greatest features, all built into a brand new game. Tackle your favorite challenges, meet incredible new friends and bring down nostalgic enemies. Ja, also da kann man anscheinend auch hier, genau, Origin of the Project, the Vision. Originally imagined by Liquidus, Conquest of Azeroth had a vision of creating classes that evoked the lore of Azeroth from Necromancer to Demon Hunter, bla bla bla. Und hier gibt es auch eine Alpha, wo man dann als Spieler mitwirken kann, wie sich das Spiel dann auch, oder wo sich das Spiel auch hinentwickeln soll. Also erstmal hier zum Trailer. Oder ja, Kurzinfo.
mittlerweile sind ja diese Ableger oder alten Versionen fast schon interessanter als das, was aktuell auf die Live-Server ist. Okay, und daneben gibt es halt noch das Classless-System von Ascension. Ja, wer da mitmachen will, kann sich hier. Du bist startet. Kann sich hier anmelden auf. Oh Gott, ja. Einfach über Ascension einfach mal reinschauen, das findet man dann schon, würde ich sagen. Da kann man sich anmelden, Infos holen etc., das auch runterladen, im Discord Hilfe holen. Ich würde sagen, jeder, dem WoW Classic oder WoW allgemein Spaß gemacht hat, sollte sich das einfach mal anschauen, weil es einfach doch Varianten und Möglichkeiten bietet, von denen man sich manchmal in WoW gewünscht hätte, dass es das gegeben hätte. Und von daher schaut euch das einfach mal an. So, die löschen wir jetzt nicht. So, dann weiter mit den News. Marvel rockt den Labor Day. Also, am 6.9. haben wir die Info bekommen, dass Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in den USA einen überwältigenden neuen Rekord aufgestellt hat. Okay. Ja, die News hier nähern sich, würde ich mal sagen, dem Ende. Es sind schon noch einige, aber ja. Es gibt nicht viel zum Berichten. Vodafone, Giga TV ersetzt Horizon TV. Okay. MGM-Übernahme, noch mehr Gegenwind für Amazon. Zahlreiche US-Interessenverbände haben in einem Schreiben an die Federal Trade Commission appelliert, die geplante Übernahme von MGM durch Amazon zu verhindern. Sky Ticket künftig bei Magenta TV. Jean-Paul Belmondo ist am 7.9. im Alter von 88 Jahren gestorben. Wer ihn nicht kennt, die Profis oder der Profi, ich weiß nicht mehr genau, wie er geheißen hat, der Film, der Profi Teil 2, genau, der Profi hat er geheißen. Oder auch der Greifer. Top-Filme mit ihm. Dann Amazon kündigt an, bis zum ersten Halbjahr 2022 8 weitere Logistikstandorte in Deutschland zu öffnen. Ja, wen wundert's bei dem Gewinn, den die letztes Jahr zusätzlich zu den Vorjahren eingefahren haben? Unglaublich. Kauft's bitte Leute wieder anderweitig. Kauft's bei kleineren Unternehmen. Unterstützt die Einzelhändler. Kauft's lokal. Nicht mehr bei diesen großen Kraken, die sich alles einverleiben und alles andere kaputt machen. So, was haben wir noch? Upgrade Wirrwarr bei Sony. Die unterschiedlichen Versionen von Horizon Forbidden West erlaubten nur teils das kostenlose Upgrade von PS4 zu PS5 Version. Nach Omo aus der Community rudert Sony zurück, schließt dafür aber künftige Gratis-Upgrades aus. Hä? What? Okay, was meinen Sie jetzt damit? Jetzt müssen wir kurz mal nachlesen. Vergangene Woche startete die Vorbestellungsaktion zu Guerilla Games frisch verschobenem Horizon Forbidden West. Ja, ich habe auch 5 Collectors Editionen bestellt. Eigentlich sollte der Titel noch dieses Jahr erscheinen. Seit der Gamescom ist aber bekannt, er kommt erst im Februar 2022. Kaufen kann man das Spiel trotzdem schon. Dabei schien Sony herausfinden zu wollen, wie viele unterschiedliche Versionen desselben Titels man auf einmal anbieten kann. Die Antwort lautet 7, sofern man die PS5 und PS4 Versionen einzeln zählt. Und das tat Sony bis vor kurzem. Denn während es bei Exklusivtiteln bisher Praxis war, das Upgrade von PS4 auf PS5 gratis anzubieten, bekam man bei der Vorbestellung von Aloys neuem Abenteuer erst ab der 90 Euro teuren Digital Deluxe Edition beide Versionen. Die Community zeigte sich wenig begeistert ob der ungewohnten Preispolitik. Ja, wundert mich nicht. Also, jetzt äußerte sich der CEO und Präsident von Sony Interactive
Entertainment Jim Ryan zurück und sagte: Letztes Jahr haben wir zugesagt, kostenlose Upgrades für Cross-Gen-Launch-Titel anzubieten, was Horizon Forbidden West einschloss. Während der starke Einfluss der Pandemie Forbidden West aus dem Launch-Fenster schob, das wir ursprünglich im Sinn hatten, werden wir zu unserem Versprechen stehen, damit wir der Guerilla-Titel einen kostenlosen Upgrade haben. Hinterher schob Ryan dann, dass alle weiteren First-Party-Exklusivtitel von Sony keine kostenlosen Upgrades mehr anbieten werden. Stattdessen wird es für sie 10 US-Dollar kosten, die PS4-Version auf die PS5 hochzuschrauben. Naja, wo man Geld verdienen kann, gell, da werden die Dinger wieder gierig, die ganzen. Unglaublich sowas, muss ich sagen. Echt unglaublich. Ja, sollte man fast boykottieren. Ja, Wonder Woman 1984 schlägt phänomenal ein. Sah ich jetzt nicht so. Also verglichen mit dem ersten Teil fand ich den Film jetzt eher mittelmäßig. Da war der erste Teil richtig, richtig top. Da bin ich echt froh, dass ich die Collectors Edition nicht gekauft habe. Ohne Scheiß. Microids kündigt neue Veröffentlichungswelle für My Universe an. Der französische Publisher Microids will 2021 noch 3 Titel aus seiner My Universe-Reihe für Switch und PS4 veröffentlichen. Okay. Igor keine Ahnung, neuer Chief Creative Officer von Ubisoft. Er war zuvor Creative Director von Riders Republic. Okay. Apple Plus TV, Apple TV Plus Film kommt auf Blu-ray DVD und zwar Sofia Coppolas Drama Komödie On the Rocks. Wer Sofia Coppola nicht kennt, das war die Tochter von Michael Corleone im Paten Teil 3. Und im echten Leben ist sie die Tochter, oder Tochter oder nicht, die Tochter, glaube ich, von Francis Ford Coppola. Ja, ansonsten wieder mal nichts Neues. Nichts Berichtenswertes. Joe Biden will nur noch Geimpfte und Getestete ins Kino lassen. Naja, vielleicht soll sie die erst einmal das Hirn untersuchen lassen. A Juggler's Tale, ein Spiel von, das ist 2019 mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet worden, erscheint noch in diesem Monat digital für PC, PS4, PS5, Xbox und Switch. Okay. Ansonsten. Ah ja, die Schachnovelle wird neu verfilmt, okay. Wenn mir nichts Neues einfällt, mache ich was Altes neu. Verkaufspreis der Switch wird gesenkt von Nintendo, okay. Epic geht nach Gerichtsstreit mit Apple in Berufung. Buba kehrt zurück. Netflix und BTF bauen das Erfolgsformat How to Sell Drugs Online Fast weiter aus. Alles klar. Kurt Schalk verstorben. Wer ist das? Head of Marketing and Content von Kinopolis. Der ist auch verstorben, jetzt im September. Dann Will Smiths Westbrook vor Verkauf.
Also die gehörten Will Smith und Jada Pinkett Smith, eine Produktions- und Vertriebsholding Westbrook Inc. Und die sind jetzt wohl an die Telepool oder Telepool verkauft worden. Okay. Funcom kauft Cabinet Group und sichert sich IPs. Der norwegische Publisher Funcom, bekannt für Conan Unchained, Age of Conan, wie heißt's? Fällt's mir tatsächlich nicht ein, oder? Kann ja nicht sein. Ja, The Secret World, genau. Die haben die Cabinet Group übernommen, eine Unternehmensgruppe, die auf Finanzierung und Produktion von Filmen und Entertainment inhalten sowie deren Rechteverwertung spezialisiert ist. Unter anderem Rechte an Conan the Barbarian, aber auch an Mutant Year Zero und Solomon Kane, also an diesen Filmen. Es ist ja mal interessant. Das sollte man mal weiterverfolgen. Okay. Dann My Dying Light 2 kommt wohl erst 2022. Netflix investiert 500 Millionen Euro in deutschsprachigen Content. Und dann wieder nix. Nix, nix, nix. Battlefield 2042 auf 19. November verschoben, also wer das haben will, ja. Mackie gibt Gas. Da haben wir nochmal was zum Captain America. Anthony Mackie als Falcon in The Avengers und in der Serie The Falcon and the Winter Soldier bekannt, soll nun einen weiteren populären Helden in einer Serie spielen, in der Action-Komödie Twisted Metal. Okay. Es ist tatsächlich so, es ist dieses Jahr absolut tote Hose, was Entertainment betrifft. The Crown und das Diamond Gambit dominieren die Emmys. Boris Gocic wechselt zu Activision Blizzard. Dann THQ Nordic kündigt Fortsetzungen an zu Destroy All Humans, Outcast und Jagged Alliance. Electronic Arts schließt Playdemic-Übernahme ab. Alles klar. Ja, die Großen werden größer und größer. Deswegen habe ich gesagt, Leute, kauft euch von den Kleinen. Unterstützt die Kleinen. Netflix jetzt auch kostenlos in Xenia. In Kenia. In Xenia, Kenia. Aha. Schön. My Games wird Mehrheitseigentümer von Mambu Games. Dann bei Prime Video soll es eine FC Bayern Doku-Serie geben. Dann die Kinofilmreihe Pitch Perfect wird jetzt auch als Serie produziert. Ey, wirklich. Embracer, die hatten wir schon mal.
Jetzt kaufen sie auch noch ein russisches QA-Unternehmen. Die Embracer Group, die nimmt, gibt es mal richtig Gas. Und dann sind wir schon wieder. Stranger Things Regisseur arbeitet an neuem Serienprojekt. Okay, was genau steht hier nicht? So, jetzt nähern wir uns tatsächlich dem Ende der News. Aber auch hier Amazon Games ist Publisher von englischem Indie-Spiel, und zwar von welchem? Steht hier nicht. Naja, wenigstens wissen wir, dass am Dienstag New World erscheint, hat man ja gerade schon. Okay. Ja, ist gerade ein bisschen. Boah. Also so wenig News, also so viel News und trotzdem nichts Neues habe ich auch noch nicht gehabt. Also das ist wirklich. Shang-Chi überholt Black Widow, das ist ein News wert. Also. Ohne Scheiß, du, die haben hier nichts wirklich Interessantes gebracht. Also die News waren mal großteils für den Eimer, nicht wirklich viel Neues, was uns interessieren sollte. Ja. Aber naja, gut. Dann machen wir mal eine kurze Pause. Bis dann.
Jo, da sind wir wieder. Ja, das Just Chatting heute war einfach mal so eine Kurzintervention, zwecks ein paar News rüberbringen und vielleicht mal ein paar Sachen anschauen, auch ein paar Sachen testen. Für mich war zum einen wichtig diese Geschichte hier. Ja, also jetzt hat mich keiner gehört, weil ich da keinen Ton habe. Bei der Linkliste habe ich gerade gesehen. Aber dann erkläre ich es nochmal. Also die Linkliste stelle ich nachher nochmal rein oder die findet ihr auch auf dem Twitch-Kanal. Lasst eure Likes da, lasst eure Follows da, auch auf den anderen Kanälen. Jeder Follower auf Twitch erhält, sobald wir die 50 erreichen, eine DVD zugesandt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ihr dann auch noch Follower seid, wenn wir die 50 erreicht haben. Und ihr die Adresse mir dann auch mitteilt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich noch was Größeres im Petto. Ich kriege ja regelmäßig ein paar PlayStation 5 Konsolen rein, die Disc-Versionen, immer im Bundle und habe jetzt dieses Jahr auch schon einige verkauft, also wird da immer wieder beliefert. Und der Plan ist vielleicht bis Ende des Jahres doch noch irgendwie eine zu verlosen für meine Follower. Mal gucken, wie die Sache ausgeht. Aktuell sind es einfach Film-DVDs, die es gibt. Wie gesagt, monatliche Verlosung für alle, die auf allen Kanälen irgendwo Likes, Follows etc. hinterlassen. Und eine Film-DVD für jeden Follower von den 50, die ich habe, wenn die 50 erreicht sind. Ganz wichtig. Ja, ansonsten schaut wieder rein, wenn wir die nächsten Streams machen. Kurzen Überblick noch, aktuell streame ich ja auf diesem Kanal und auf einem weiteren Kanal immer so gelegentlich ein bisschen. Hier ist es Mass Effect, die Legendary Edition, die aktuell gezockt wird. Und auf dem anderen Kanal ist es aktuell noch Horizon Zero Dawn, den neue Spiel Plus Ultra schwer abschließen. Ist einfach ein Spiel, das macht mir Spaß und das wollte ich vollständig haben. Und nachdem sind irgendwelche anderen Games dran. Könnt auch gerne irgendwelche Vorschläge bringen und dann schauen wir mal. Ansonsten stelle ich jetzt nochmal die Linkliste rein und wünsche euch noch einen schönen Samstag. Trefft morgen die richtige Wahl. Ihr könnt auch mich wählen. Ich bin zumindest in Bayern Direktkandidat für den Bundestag für die Basis. Also wenn ihr Änderungen wollt, auch diese Partei wählen. Und das war's dann schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.